Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe euch schon vermisst. Der letzte Vlog ist jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen her. Aber meine letzten 2-3 Wochen waren arbeitstechnisch so voll, was ja gut ist. Aber irgendwie war dann Vloggen für mich noch ein zusätzlicher Stressfaktor. Und ja, manchmal fühlt man es einfach nicht so und ich muss ja auch irgendwie noch die Zeit haben, den Vlog zu schneiden, dass das Material jetzt nicht irgendwie 3 Wochen alt ist oder so. Und ja, deswegen habe ich eine kleine Pause eingelegt, aber ich bin zurück und ich hoffe, dass ich die nächsten Wochen ein bisschen Regelmäßigkeit reinbringen kann und ihr wieder wöchentlich einen Vlog kriegt. Weil es macht mir auch immer voll Spaß und ich vermisse es dann auch immer. Habe immer ein richtig schlechtes Gewissen, so nein, jetzt habe ich wieder nicht gevloggt. Aber ja, manchmal hat man auch einfach nicht den Kopf dazu, weil man muss sich ja schon jeden Tag dann wieder daran erinnern, so, was kann ich heute vloggen? Man darf es nicht vergessen. Oft ist es dann halt so, man ist unterwegs und macht irgendwas Cooles und danach fällt einem dann auch so, shit, ich hätte ja voll gut vloggen können. Das war mal richtig ärgerlich. Heute ist Mittwoch, es ist ein mega schöner Herbsttag. Die Sonne scheint, die Bäume sind schon rot-orange, das sieht richtig toll aus. Ich bin hier gerade im Büro. In einem schönen kleinen Büro. Ich wollte aber gar nicht hier jetzt arbeiten, sondern nur kurz was abholen. Und zwar unsere kleine Produkt-Lightbox. Das ist halt so eine kleine Lichtbox, die richtig gut ist für so Produktfotos. Wenn man zum Beispiel Fotos für eine Website macht und die dann freistellen will und so, kann man die da drin sehr gut machen. Und ich bin jetzt gerade auf dem Sprung ins Trucy's, in das Café, für das ich arbeite. Die sind nämlich gerade dabei, einen kleinen Online-Shop zu bauen und dafür machen wir heute Fotos. Und ja, dafür wollte ich die jetzt nur kurz abholen und fahre da jetzt hin. Und mir wird schon warm. Puh. Kamera zu halten ist immer ein Workout. Ich probiere euch mal wieder die nächsten Tage mitzunehmen. Ja, mal gucken, was so passiert. Willkommen zu Stretching mit Charlotte. Mein Rücken die letzten Wochen, seit ich selbstständig bin eigentlich, ist eine Katastrophe. Ich habe, irgendwas ist in meinem Rücken, ich weiß nicht was, da ist irgendwas verschoben, verklemmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt es sich nicht gut an. Und ich habe die ganze Zeit so einen leichten Kopfschmerz. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mich irgendwie einrenken. Und jetzt habe ich so ein Typ gefunden bei TikTok, der immer so Videos macht, wie man seinen Rücken so wieder selber einknacken kann. Und da habe ich eine richtig gute Übung gefunden. Ich zeige es euch mal. Also man legt sich halt so hin und dann winkelt man das eine Bein so an. Seht ihr das? Wie so ein Frosch. Weil das muss die Richtung kurz überlegen. Ja, nach da. So, und dann nimmt man den Arm hier. Muss man ein Stück zur Seite und schiebt den so zur Seite. Moment, man muss einatmen. Und dann sollte es eigentlich knacken. Es hat schon ein paar Mal richtig doll bei mir geknackt. Aber vielleicht ist jetzt auch schon Hopfen und Malz verloren. Ja, die andere Seite. Auch nichts. Warte, dann hat er noch was anderes gezeigt. Ihr könnt absolut nichts sehen, ne? Also ich winkel mein Bein genauso an. Und dann schiebe ich das unter mein anderes, was so ausgestreckt ist. Und dann dreht ihr das hier so rüber. Ich mach's wahrscheinlich nie richtig. Nochmal die Seite. Nee, so rum. Okay, heute knackt leider nichts. Tja, schade. Es ist schon ein bisschen später, aber es ist immer noch Mittwoch. Die Sonne ist gerade jetzt leider weg. Ich wollte jetzt gerade nochmal raus und spazieren gehen. Das Shooting war auf jeden Fall gut. Wir haben alles im Kasten. Jetzt muss ich die nächsten Tage die Bilder halt bearbeiten und freistellen und so. Und jetzt habe ich gerade noch ein anderes Projekt abgeschlossen, hoffentlich. Ich warte gerade noch auf Feedback. Und ja, dann bin ich aber eigentlich heute ziemlich gut dabei bei meiner To-Do-Liste. Und jetzt wollte ich kurz noch mal raus einkaufen gehen. Und
bisschen frische Luft schnappen, das schöne Wetter genießen. Irgendwas ist zwischen meinen Schulterblättern, ich merke das richtig. Also es ist so ein verklemmt Gefühl. Falls ihr einen Tipp habt, wie man das löst, sagt Bescheid. Gerade so gemütlich hier. Ich habe schon so ein richtiges Weihnachts-Winter-Feeling. Da ich habe meine Kerze angemacht und bearbeite hier gerade Fotos und gucke nebenbei YouTube-Videos. Ich liebe es momentan, dass Zoella und Alfie wieder mehr Videos machen. Ich würde sagen, das sind die YouTuber, die ich am allerlängsten irgendwie verfolge und die auch so ein bisschen meine Inspiration früher waren, selber mit YouTube anzufangen. Die machen schon so lange Videos. Ja, waren so gefühlt irgendwie so die ersten, die so eine richtige YouTuber-Gang waren. Und irgendwie fand ich die schon immer richtig, richtig cool. Und irgendwie ist es voll witzig, halt auch so deren Leben so ein bisschen mitzuverfolgen und dass sie es so dokumentieren. Irgendwie lasse ich so Ellas Videos einfach super gerne so im Hintergrund laufen. Und nebenbei bearbeite ich Fotos vom Truthies von heute. So. Ich mache mir gerade was zu essen. Irgendwie war ich sehr unschlüssig, was ich essen soll, weil irgendwie hatte ich keine Lust zu kochen. Und ich habe eben so viel gesnackt, deswegen hatte ich jetzt auch gar nicht so krass Hunger, aber schon ein bisschen und schwierig. deswegen habe ich mir so zwei Schnitzel gemacht, die gerade schon ein bisschen angebrannt sind, weil ich TikTok-Videos geguckt habe. Tada! Und hier ist ein bisschen so, ja, buntes Gemüse mit Tomatensauce. Und vielleicht mache ich da jetzt noch ein bisschen Feta drüber. Und eigentlich war mein Plan, Ofenkartoffeln zu machen. Aber ich habe leider kein Backpapier mehr für meinen Backofen. Deswegen kann ich leider keine Ofenkartoffeln backen. Ja, das ist mein unspektakuläres Abendessen. So, ich weiß, man soll es eigentlich nicht machen. Aber ich mache es eigentlich immer, wenn ich irgendwas esse, dass ich dann was gucke bei YouTube. Ich zeige euch mal, wen ich momentan richtig gerne gucke. Beziehungsweise gucke ich sie eigentlich schon so seit einem Jahr. Ich würde sagen, sie ist jetzt mittlerweile so eine meiner liebsten Mit-YouTuber. Und zwar kommt die aus Australien. Weil in Australien gibt es irgendwie aktuell so eine richtige YouTuber-Gang. Und ich mag die alle voll gerne. Also hier könnt ihr euch mal merken. Die Sophie Jane. Die ist richtig cool. Die macht auch viel halt so Health- und Fitness-Sachen. Aber alles so sehr achtsam und irgendwie voll cool. Und hier, die gucke ich auch voll gerne. Connor. Ja, und die sind auch alle untereinander befreundet. Also mega cool. Ja, das ist meine neue britische YouTube-Gang. Und das gucke ich jetzt und esse mein Abendessen. Licht. es ist draußen schon dunkel. Es ist kurz nach 7. Irgendwie ging der Tag heute schon wieder viel zu schnell rum. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade erst aufgestanden. Also wirklich, die Tage gehen so fix rum momentan. Also eine Woche ist so weg. Es ist richtig krass. Ja, ihr habt gesehen eben in den letzten Clips, dass ich bei Nele war. Ich glaube, ich hatte es neulich schon mal erzählt in einem Vlog, dass ich für ihre Brand den Insta-Account mache, also sie bei Social Media unterstütze. Das hier ist der Account. Ich habe das nicht komplett überbelichtet. Es sind so Cupholder, also so Kaffee-to-go, Becher mit so Umhänge, Straps, so Teddy-Taschen und so ein Kram hat sie.
Das ist Nele, falls ihr sie nicht kennt. Sie war dieses Jahr beim Bachelor. Nur damit ihr wisst, wovon ich rede. Und genau, wir haben so einen kleinen Content-Tag gemacht, also ein bisschen Content geshootet, haben uns vorher so ein paar Sachen und Reels überlegt, die wir machen wollten, so Outfit-Sachen, und haben das heute bei ihrem Büro geshootet. Deswegen war ich da ein paar Stunden. Jetzt habe ich irgendwie 1000 Sachen gemacht, bin aber noch kein Stück weitergekommen von den Sachen, die ich eigentlich machen wollte. Deswegen werde ich jetzt noch ein paar Bilder bearbeiten, noch ein paar Posts und sowas planen und vorbereiten und sowas. Ich habe mir übrigens ein iPad gekauft und ich bin richtig happy damit, weil ich war letzte Woche, letzte Woche gekauft, war ich in so einer Mut, dass ich mir irgendwas gönnen wollte. Und auf meiner Liste stand entweder ein neues Sofa, ein neues Regal oder ein iPad. Und dann habe ich mich für ein iPad entschieden. Hauptsächlich aber, weil ich es für die Arbeit brauche oder gut gebrauchen konnte. Und ich nutze es jetzt auch rein für die Arbeit, also da ist nichts Privates oder so drauf. Aber mich hat es so genervt, weil ich kein Arbeitshandy oder so habe, dass alles von der Arbeit immer auf meinem privaten Handy war. Also alle Bilder und Videos und sowas, die ich dann auch immer bei den Kunden mache. Und das hat mein Handy einfach so voll gemüllt und es hat mich auch immer voll gestresst. Und ja, deswegen mache ich jetzt alles, was mit der Arbeit zu tun hat, also Fotos bearbeiten, Reels schneiden, Fotos und so, alles ist jetzt hier drauf. Und dafür ist jetzt nichts mehr auf meinem Handy. Und ich bin hier auch bei Instagram angemeldet. Das ist zwar ein bisschen weird, weil Instagram ist hier so klein. Also man kann es auch groß machen, aber dann ist es einfach nur die App in groß. Irgendwie gibt es keine angepasste Version fürs iPad. Und was ich am geilsten finde, GoodNotes. Oder beziehungsweise darauf zu schreiben. Das macht so Spaß. Ich liebe es manchmal einfach. Also ich schreibe jetzt nur noch alle Listen und sowas schreibe ich jetzt nur noch hier drauf. Und das Geilste ist, das mit dieser Radiergummi-Funktion wieder wegzumachen. Das macht so Spaß. Das ist so befriedigend bei To-Do-Listen. Wie geil ist übrigens, kleiner Hack. Ich habe einfach so einen Stift hier bei Amazon bestellt. Der hat, ich glaube, 28 Euro gekostet und ist mega gut. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was dieser Apple Pen großartig für einen Unterschied machen sollte. Weil der ist eigentlich genauso gut, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe diesen Apple Pen noch nie ausprobiert, aber der kostet ja auch irgendwie so 150 Euro oder so nochmal extra. Und da dachte ich so, nee. Und bei Amazon gibt es so 10.000 Fake-Varianten. Deswegen, jetzt laber ich mal nicht weiter, weil ich habe schon gerade angefangen, mir Abendessen zu machen. Ich bin momentan so unmotiviert, mir Essen zu kochen, weil ich einfach irgendwie gerade keine Muße dazu habe. Und irgendwie crave ich schon die ganzen letzten Tage Kartoffeln. Aber ich habe immer noch kein Backpapier. Ich vergesse es auch jedes Mal beim Einkaufen zu kaufen. Deswegen koche ich jetzt Kartoffeln. Hier. Und irgendwie hatte ich voll Bock dazu auf so Rahmspinat und gekochte Eier. Ich weiß nicht, woher dieses Craving kommt. Ich hatte jetzt aber nur noch so ganz normalen Blattspinat hier im Tiefkocher. Deswegen werde ich jetzt einfach den machen und dann irgendwie so Sojacuisine da reinmachen. Habe ich noch nie ausprobiert, ob das so ähnlich schmeckt wie Rahmspinat, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Hallo ihr Lieben, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich bin nämlich eigentlich schon zu spät, aber ich habe, glaube ich, heute noch gar nicht in die Kamera gesprochen oder euch irgendwas erzählt. Deswegen wollte ich euch nur kurz updaten. Es ist Freitagnachmittag. Ich habe jetzt noch ein Shooting für einen neuen Kunden. Das ist ein Pizzaladen. Ein sehr nicer für napolitanische Pizza. Ich bin sehr gespannt und da machen wir heute ein erstes Shooting. Der Laden ist in Eppendorf. Da werde ich mich jetzt mal auf den Weg hinmachen. Und den Rest des Tages habe ich gearbeitet. Ich war heute Vormittag noch kurz beim Sport, eine kleine Session gemacht, weil ich mich sonst irgendwie den ganzen Tag gar nicht bewege. Vielleicht kann ich ein bisschen was filmen, dann zeige ich euch das.
Und ich bin sehr gespannt auf die Pizza. Es ist mittlerweile dunkel. Ich bin gerade nach Hause gekommen und ich habe mal wieder jede Menge Essen mitgekriegt. Ich hatte eigentlich was eingekauft für heute Abend, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich was zu essen mitnehmen kann oder nicht. Ah ja, jetzt habe ich hier zwei Salate, Bruschetta und zwei Pizzen. Das Bruschetta sieht sehr geil aus. Es wird also ein sehr leckeres Abendessen. Das ist hier irgendwie eine Tomate und Feta. Das ist, glaube ich, einfach nur Margarita. Geil, also ich hoffe, die schmeckt jetzt auch noch. Es war kalt, aber kalte Pizza ist ja auch ganz geil. Ja, lecker. Ich hatte gerade echt Hunger. Wenn man die ganze Zeit so leckeres Essen vor sich hat, dann kriegt man automatisch Hunger. Und es wird ein wilder Freitagabend heute. Mit jeder Menge Essen für mich. Und ja, ich werde mich jetzt gleich aufs Sofa setzen. Ein bisschen Bilder bearbeiten, Mehl schneiden. Das ist ein Salat mit Halloumi und Mango. Und hier ist noch so, ich glaube, es ist so Ziegenkäse, Spinat, Zitrone, irgendwas. Sieht auch sehr geil aus. Ich mache mir jetzt einfach eine bunte Zusammenstellung aus einem. Hallo, meine Lieben. Schönen Samstag. Und ich dann euch. Seht ihr das? Nee, schon weg. Es ist Samstagmorgen. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet und bin jetzt auf dem Weg zum Endre Café, weil ich da mit einer Freundin frühstücken gehe. Und ich freue mich sehr. Aber ja, irgendwie war ich lange nicht mehr frühstücken. Ist ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit. Und ich war echt vor lange nicht mehr im Endre. Deswegen freue ich mich sehr. Ich habe mich die ganze Woche auf diesen Tag heute gefreut, weil ich heute einfach keine Termine habe. Ich muss nirgendwo hin, ich muss niemanden sehen. Ich kann den ganzen Tag einfach so gestalten, wie ich das möchte. Und ich wollte heute auf jeden Fall ganz viel Me-Time machen und ganz entspannt an alles rangehen. Ruhe. Endlich mal wieder ausschlafen. Ich habe bis 10 Uhr geschlafen, es war herrlich.
Dann habe ich erstmal ganz lange im Bett gechillt, im Bett gefrühstückt. Jetzt war ich gerade eine große Runde spazieren, habe mir ein Stück Kuchen geholt bei so einem süßen kleinen Café. Das ist irgendwie was mit Banane, Walnüssen, Datteln oder sowas. Habe mir einen Smoothie gemacht. Ja, und ich glaube, ich habe gestern auch seit morgens irgendwie gar nichts mehr in die Kamera geredet. Aus unserem Vorhaben zu Ende zu gehen und da zu frühstücken ist leider nichts geworden, weil da war es sehr voll. Dann waren wir bei was wir wirklich lieben. Und haben da gefrühstückt. Ja, den Rest des Tages war es ein bisschen stressig, weil ich noch so ein paar Sachen erledigen musste. Und abends war ich noch auf einer Eröffnung von einem Restaurant. Das war auch sehr cool, gab sehr leckere Pizza und dann wurde auch noch ein bisschen getanzt. Es war ein bisschen partymäßig auch und dann war ich auch erst so um 1:30 im Bett oder so. Ja, und heute ist so voll der relaxte Tag. So lecker. Und einfach nur eine Banane, Blaubeeren und mein Lieblingsproteinpulver von Alpha Foods heißen die. Da bestelle ich immer. Bei Amazon, kann man bei Amazon bestellen. Und die Sachen zusammen schmecken einfach richtig lecker. Ha, Leute, dieser Kuchen ist so lecker. Er sieht irgendwie gar nicht so krass aus. Aber er schmeckt richtig gut. Der ist so krass saftig.